Warum wurde kein flüssiges Glück im Kampf um Hogwarts verwendet? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Heute geht es um die Heiligtümer des Todes, die Schlacht um Hogwarts, die Herstellung von Zaubertränken, Horace Slughorn und einen kleinen Trank namens Felix Felicius, auch genannt flüssiges Glück. Genauer gesagt werde ich mich mit der Frage befassen, warum das flüssige Glück nicht häufiger angewandt wurde. Warum wurde es nicht während der Schlacht um Hogwarts eingesetzt? Wir begegnen dem flüssigen Glück zum ersten Mal im Halbblutprinzen, nachdem Dumbledore Professor Horace Slughorn überzeugt hat, nach Hogwarts zurückzukehren und Zaubertränke zu unterrichten. Im selben Schuljahr hat Harry in seiner Klasse besonders gut aufgepasst, in der Hoffnung von Slughorn ausgewählt zu werden, um Informationen über Tom Riddle und auch Horcruxe zu erhalten. Zu dieser Auswahl gehörte allerdings auch, dass Harry ein bestimmtes Zaubertränke-Lehrbuch benutzte, das einem Halbblutprinzen gehörte. Das Lehrbuch ermöglichte es Harry mit Leichtigkeit durch Slughorns Zaubertränkeunterricht zu kommen und gab ihm alle möglichen Abkürzungen für ein perfektes Gebräu an die Hand. In einer dieser Lektionen wird uns Felix Felicius oder flüssiges Glück vorgestellt, ein Zaubertrank, der es dem Konsumenten im Wesentlichen ermöglicht, bei allen seinen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Felix Felicius ist meiner Meinung nach der mächtigste Trank von allen, denn seine Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos. Was auch immer sie versuchen mit ihm zu erreichen, sie werden erfolgreich sein. Was bedeutet, dass du damit fast, nun ja, eigentlich alles erreichen kannst. Der Trank wurde erstmals im 16. Jahrhundert von einem Trankhersteller namens Sigmund Bridge erfunden, der ihn als Krönung seiner Karriere bezeichnete. Meine eigene Erfindung, mein Meisterwerk, die Krönung meiner Karriere. Abgefülltes Glück. Richtig gebraut wird derjenige, der diesen Trank trinkt, bei allen seinen Unternehmungen Glück haben. Aber seid gewarnt, übermäßiger Konsum ist hochgiftig und kann zu extremer Rücksichtslosigkeit führen. Quidditch-Fans protestieren schnell dagegen, dass ein Zaubertrank, der dem Trinker Glück bringt, kaum fair ist, und die Verwendung meines Zaubertranks wurde zu Recht für alle Wettkämpfe verboten, außer für Zaubertrankturniere. Und nun saß Harry in Slughorns Klasse und hatte ein Fläschchen mit diesem Zaubertrank vor sich stehen. Ein Fläschchen, das wie geschmolzenes Gold aussah, mit großen Tropfen, die wie Goldfische von der Oberfläche sprangen und nie verschüttet wurden. Das Einzige, was Harry tun musste, um diese Fiole mit flüssigem Glück zu erhalten, war, als erster erfolgreich einen Trank des lebendigen Todes zu brauen, was Harry natürlich dank Snapes Lehrbuch gelang. Später im selben Buch oder Film sehen wir, wie Harry endlich die gewonnene Fiole benutzt, eine Fiole, die ihm für einen bestimmten Zeitraum Glück bescheren würde. Harry bekam nur eine kleine Dosis, die für 2 bis 3 Stunden reichte, aber in dieser kurzen Zeit konnte er eine Menge erreichen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Erlangung der unkorrumpierten Erinnerung von Horace Slughorn über die Horcruxe. Außerdem erreichte Harry Folgendes: Teilnahme an Aragogs Beerdigung, er hat sein Wort gegenüber Hagrid gehalten, Slughorn davon überzeugen, ihn zu Hagrid zu begleiten, erfolgreicher Einsatz eines nonverbalen Nachfüllzaubers für Slughorns Getränk, obwohl er keine nonverbalen Zaubersprüche beherrschte. Er stößt außerdem mit Ginny zusammen, was zu einer Verkettung von Ereignissen führt, die Ginny dazu bringt, mit Dean Thomas Schluss zu machen, Anstiftung zur Trennung von Lavender Brown und Ronald Weasley und sich unbemerkt zurück ins Schloss zu schleichen. Kurz gesagt, Harry hat eine Menge erreicht und das waren nur 2 bis 3 Stunden. Kannst du dir vorstellen, was eine Armee von Hexen und Zauberern erreichen würde, wenn sie über einen längeren Zeitraum viel Glück hätten? Die andere Seite hätte keine Chance, oder? Warum wurde es also nicht eingesetzt? Wir wissen, dass flüssiges Glück schwer herzustellen ist. Das wird im Buch und im Film betont. Aber wir wissen auch, dass es möglich ist, es herzustellen. Slughorn hat es selbst hergestellt. Warum wurde Slughorn also nicht damit beauftragt, flüssiges Glück für die Schlacht herzustellen? Sicherlich hätte es bei allem geholfen und zur Niederlage von Lord Voldemort beigetragen, oder? Scheint als ein seltener und mächtiger Trank gepriesen zu werden, aber wie gesagt, Slughorn kann ihn herstellen und so unbezahlbar kann er auch nicht sein, wenn er bereit war, ihn an seinen Schüler zu verschenken. Warum also nicht? Erstens kann es nicht um Geld gehen, denn beide Seiten, gut und böse, haben reiche Zauberer, die leicht zur Herstellung des Zaubertranks hätten beitragen können, wenn es eine Frage des Geldes gewesen wäre.
Zweitens ist es nicht so, dass Felix Felicius dieser geheime Trank ist, von dem Slughorn nicht will, dass er in die Welt kommt. Er ist in der Zauberergemeinschaft sehr bekannt. Es ist sogar eine verbotene Substanz in Sportarten wie Quidditch. Und schließlich weiß jeder, dass Slughorn ihn herstellen kann. Er hat es seiner Klasse erzählt und er erzählt das wahrscheinlich schon seit 10 Jahren. Zu allem Überfluss scheint es keinen Grund zu geben, warum die Leute den Trank am Tag der Schlacht nicht einnehmen können. Ich sage das, weil Slughorn, als er von Terry Boat dazu befragt wurde, folgendes gesagt hat. Warum trinken die Leute das nicht immer, Sir? Fragte Terry Boat eifrig. Weil es bei übermäßiger Einnahme zu Schwindelgefühlen führt. Leichtsinn und gefährlicher Selbstüberschätzung, sagte Slughorn. Zu viel des Guten, wissen Sie? In großen Mengen ist es hochgiftig, aber sparsam eingenommen und nur gelegentlich? Ich kann mir durchaus eine Zeit vorstellen, in der es von vielen Menschen nur einmal sparsam eingenommen werden konnte. Also noch einmal, worum geht es dann? Zunächst einmal ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bösewichte auch irgendwann Felix Felicius eingenommen haben. Wir wissen, dass es Harry benutzt und jeder scheint zu wissen, dass es existiert. Slughorn unterrichtete sogar einen Todesser und sogar Tom Riddle selbst. Es würde also absolut keinen Sinn machen, wenn sie einen solchen Trank nicht benutzen würden. Also bin ich bereit, darauf zu wetten, dass der Trank, auch wenn er nicht in den Büchern und Filmen vorkommt, irgendwann benutzt wurde, um etwas zu erreichen. Was ich mir denke, ist, dass es wahrscheinlich auf den Brauprozess ankommt. Wie machbar es ist, eine große Menge herzustellen und wie konsequent man es erfolgreich zuverlässig herstellen könnte. Sicher, Felix Felicius ist nicht unmöglich zu brauen und vermutlich sind die meisten sehr begabten Zauberer, zumindest Slughorn und sehr wahrscheinlich Snape, in der Lage, ihn herzustellen. Aber das heißt nicht, dass es sehr schnell geht oder dass es zu 100% zuverlässig ist. In Snapes Exemplar seines Lehrbuchs für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung, das Harry auch benutzt, hat er tatsächlich Notizen über Felix Felicius. Er schreibt, dass die Zutaten, aus denen Felix Felicius besteht, besonders komplex sind und er fügt hinzu, dass es 6 Monate dauert, ihn zu brauen. Allein diese beiden Faktoren sind ein guter Grund dafür, dass es nicht in großen Mengen verwendet oder hergestellt wird. Und auch nicht oft. Der Krieg wartet schließlich nicht darauf, dass Tränke gebraut werden und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig und gefährlich wäre, Tränke in großen Mengen zu horten. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn er in die falschen Hände gerät. Die Zutaten, die für eine erfolgreiche Herstellung von Felix Felicius benötigt werden, sind folgende. Aschwindereier, die von einer magischen Schlange namens Aschwinder stammen und angeblich sehr wertvoll sind, wenn sie eingefroren oder gelagert werden. Squill-Zwiebeln, die von der Squill-Blume stammen. Murtlap-Tentakel, die auf dem Rücken eines Murtlap wachsen, eines magischen Meerestieres. Diese Tentakel sollen sehr selten sein. Ein Tinktur aus Thymian, ein gewöhnliches Muggelkraut. Eine Okami-Eierschale, die aus dem Ei eines Okami stammt, ein geflügeltes, schlangenartiges, magisches Biest. Und schließlich pulverisierte Weinraute, ein immergrüner Strauch aus dem Mittelmeerraum. Die meisten dieser Zutaten sind nicht leicht zu bekommen. Aber mal angenommen, du bekommst sie alle, dann bist du nicht mehr weit entfernt, richtig? Falsch. Im Halbblutprinzen unterstreicht Slughorn, wie schwierig es ist, einen solchen Trank zu brauen. Verzweifelt, kniffig in der Herstellung und katastrophal, wenn es falsch verläuft. Wenn er jedoch richtig gebraut wird, wie dieser hier, werdet ihr feststellen, dass all eure Bemühungen dazu neigen, Erfolg zu haben. Zumindest bis die Wirkung nachlässt. Was er hier jedoch nicht erwähnt ist, wie eine Hexe oder ein Zauberer erkennen kann, ob eine Charge richtig gebraut wurde oder nicht. Ich denke, dass die Implikation hier ist, dass es nicht genug ist, erfahren zu sein. Es kann immer noch schiefgehen. Ich denke, dass dies eine der Situationen sein könnte, in denen eine Hexe oder ein Zauberer es nicht weiß, bis der Trank tatsächlich eingenommen wurde. Was seine Verwendung zu einem erheblich höheren Risiko machen würde. Wenn er an die Hexen und Zauberer ausgegeben würde, die in der Schlacht von Hogwarts tapfer gekämpft haben. Slughorn hat selbst einmal geäußert, dass er den Trank nur 2 Mal in seinem Leben eingenommen hat. Haben Sie ihn jemals genommen, Sir? 2 Mal in meinem Leben. Einmal, als ich 24 war und einmal, als ich 57 war. 2 Esslöffel mit dem Frühstück. 2 perfekte Tage. Andere Gründe, warum der Zaubertrank nicht verwendet worden sein könnte, sind folgende. Er könnte einfach nicht für die Schlacht geeignet sein. Der Trank soll dem Konsumenten nämlich geben, was er braucht und nicht unbedingt, was er will. In einem Duell mit einem Todesser möchte man ihn vielleicht töten, aber in Wirklichkeit geht es nur ums Überleben.
Der Trank könnte nur dabei helfen. Außerdem die Tatsache, dass er nur von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung wirkt, ist auch hinderlich. Wäre es nicht eine Katastrophe, wenn der Trank vor Ende des Kampfes aufgebraucht wäre? Menschen könnten außerdem leicht süchtig oder besessen von dem Trank werden. Es handelt sich um einen Trank, mit dem man stundenlang Dinge erreichen kann, die vielleicht nie möglich gewesen wären. Ich denke, dass so etwas besonders süchtig machen könnte und dass die Leute schlimme Dinge tun würden, um ihn zu bekommen. Was denkst du darüber? Hast du eine eigene Theorie? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.